Hi YouTube, wir haben uns, glaube ich, vielleicht schon in dem Handbremse-Video gesehen zu SimRacing Pro-Produkten. Und der gute David von SimRacing Pro hat mir noch seine Pedale mit dazu geschickt. Ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass die Produkte mir gestellt wurden, ich die nicht bezahlt habe, ich sie aber auch nur leihweise da habe, um sie zu reviewen und mir anzuschauen. Wenn du möchtest, kannst du gerne in die Videobeschreibung gucken und kannst auf 5% sparen bei der ganzen Sache. Ich bekomme dafür aber nichts. Also ich verdiene daran kein Geld. Und jetzt machen wir das Paket hier auf und gucken mal, wie die Pedale sind. Let's go. Also verpackungstechnisch bin ich bei David sehr begeistert. Das sieht wirklich alles sehr ordentlich aus. Vom Schnüffeln her riecht sehr gut, sehr neutral. Also da hat sich jemand wirklich sehr viel Mühe gegeben. Aber da jetzt hier so viel drin ist, legen wir das mal ganz kurz auf den Tisch, auf den Boden. Und dann holen wir das stückchenweise raus. So, hier sind Aufkleber drin und hier ist sogar noch eine bebilderte Mappe drin. Oh mein Gott! Oh. Okay, das wird gleich richtig sexy. Caution! Correct way to lift the pedal. Not lift the pedal from the piston. Okay. Driver seat position. Oha! Das finde ich ja total geil. Das hier ist für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Weil ganz viele Leute gar nicht so richtig wissen, wie sie da drinnen sitzen sollen. Das finde ich sehr schön, dass David das mit beigelegt hat. Das finde ich wirklich ganz, ganz cool. So, jetzt haben wir auch noch einen Guide dabei. Der ist sogar gebunden in einem Heftchen. Das ist ja geil. Das ist auch alles auf Deutsch. Das ist wie bei der Handbremse. Hier steht alles mit drinne. Die Abmaße stehen mit drinne. Die Reinigung. Dann haben wir hier noch die Pedalfüße. Hier sind die Treiber noch mit dabei. Was man hier alles noch einstellen kann, ist mit dabei. Welche Schrauben man lösen muss, um gewisse Dinge zu machen. Die Lochung ist mit dabei. Der Hinweis auf den Treiber ist mit dabei. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich finde, ganz ehrlich, also David ist jetzt, also die sind nicht ein riesiges Unternehmen, weswegen die auch nur in Anführungsstrichen leihweise hier sind. Ich dürfte sie behalten, also so fair möchte ich sein, ich dürfte sie behalten, wenn ihr da draußen einen gewissen Anteil oder Produkte von denen kauft. So fair möchte ich sein, also in der Theorie, wenn ihr welche kauft, dürfte ich sie behalten. Ich möchte aber keine Reviews machen, wo ich für Sachen verkaufen muss, weil das beeinflusst nicht meine Meinung, aber das hat so einen faden Beigeschmack, weswegen ich zu David gesagt habe, leih sie mir bitte aus. Ich möchte nicht auf Zwang Sachen verkaufen müssen. Ihr habt die Möglichkeit, trotzdem 5% zu sparen. Wenn ihr was kaufen solltet, kann ich sie behalten, aber das ist hier jetzt kein Sellout, dass ihr die Sachen kauft. Alright? Möchte ich aber trotzdem fairerweise dazu sagen. So, gucken wir uns die Pedale jetzt mal an. Wow! Wow! Okay. Also die haben auf jeden Fall erstmal ein sehr, 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 sehr stolzes Gewicht. Und das hier ist mal richtig sexy. Wow! Wow! Okay. Ja. Also nur vom Anfassen her, ne? Natürlich, ich bin das noch nicht gefahren. Muss ich ja dazu sagen. Nur vom Anfassen her. Ganz wilde Geschichte hier. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist so schlau konzipiert. Jetzt mal ohne Flachs. Das ist so schlau konzipiert, was hier gebaut wurde. Hui. Und vor allen Dingen ist hier alles mit dabei. Also wir haben hier die Platte, dass der Fuß nicht verrutscht, irgendwie nach rechts oder links. Die Pedale sind wirklich super wertig, also die Platten dafür, die Fußablagen. Holy moly, Junge. Und du kannst hier so viel verändern an den Pedalen. Meine Herren, heilige Makrele, du. Die sehen auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick, sehen sie super funky aus. Die sehen super, super funky aus, ne? Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Wir gehen jetzt mal ganz kurz von hinten ran. Und das war auch so eine Sache, die ich sehr interessant fand, warum ich sie unbedingt probieren wollte. Das hier fasziniert mich. Also das hier fasziniert mich wirklich sehr, weil sowohl bei der Handbremse als auch bei den Pedalen, also auch bei der Handbremse als auch bei den Pedalen sind hier Aluprofile mit drin, was ich super interessant finde. Und die ganze Konzipierung sieht unglaublich interessant aus. Also das Gaspedal ist angenehm, würde ich behaupten. Sehr angenehm. Also für meinen Geschmack ist da sehr viel, sehr guter Druck drauf. Also es ist Medium, so von Haus schon eingestellt.
Die Bremse, die ist wirklich, also da freue ich mich drauf. Die ist wirklich sehr hart und die hat auch einen Endstop. Also das geht hier schon so in Richtung Invictus von der Stärke her. Und die Kupplung ist auch sehr, sehr, sehr stramm. Das ist schon, also die Pedale an sich haben schon einen guten, die haben schon einen guten Druckpunkt für stärkere Füße. Die sehen auch, muss man jetzt einfach mal sagen, super interessant aus. Was wir jetzt aber trotzdem mal kurz nicht außer Acht lassen sollten, ist, was können wir mit diesen Pedalen denn jetzt machen? Was können wir denn hier auf den ersten Blick einstellen? Wir haben hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier sind unfassbar viele Verschraubungen, womit du die Köpfe hier, also die Fußablagen, wechseln kannst, verschieben kannst, umbasteln kannst in X-Position. Das gilt für die Bremse, das gilt für die Kupplung. Also du hast hier wirklich extrem viele Möglichkeiten, die Sachen zu verschieben, was ich sehr geil finde. Wir können wahrscheinlich die Vorspannung auch noch wieder ein bisschen ändern, weil wir, Moment, weil wir hier an der Seite die Möglichkeit haben, den Zylinder oder die ganze Konstruktion nach oben zu machen und die Vorspannung zu erhöhen. Wir können hier drinnen haben wir noch die Möglichkeit, die Pedale, also die Pedalköpfe noch weiter anzuklappen für uns, was ich auch sehr interessant finde. Also wir können das hier so verstellen, wir können so und so verstellen und wir können die Vorspannung ändern. Und das können wir sowohl auf der Bremse als auch auf der Kupplung machen. Also das können wir bei allen drei Pedalen können wir das machen. Wir haben Mounting-Löcher 2, 4, 6, 8. 8 Mounting-Löcher plus noch separate Schlitze, sowohl drei auf der linken als auch drei auf der rechten Seite. Wir haben hier die Möglichkeit, die Pedale, das müssen wir ganz kurz mal gucken. Wir können die Pedale auch noch mal ummounten, wenn wir nur zwei benutzen sollten. Das können wir hier unten sehen, dass wir das theoretisch hier verschieben können. Und dann haben wir, Moment, und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die Pedale hinten noch zu verschieben. Und du kannst sie auch noch nach vorne schieben. Das heißt, du hast ganz viele Kombinationsmöglichkeiten, die Pedale woanders hinzubringen, wenn du nicht mit Kupplung unterwegs bist. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Produkt, Chat. Und YouTube. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Produkt. Es sieht sehr interessant aus, muss man einfach sagen. Also, es ist interessant. Hier ist auch USB-C drin in der Controller-Box. Wir haben auch wieder in der Controller-Box der Brake-Regulator, die Brake, ob die funktioniert, Throttle, INI OK und eine Warning. Das heißt, hier sind in der Box kriegst du auch gleich noch mit LEDs Feedback dazu. Moment. Das kannst du hier, das ist schwer zu sehen, aber hier drauf kriegst du halt die Fehlercodes und ob die Geräte laufen. So. Was ich auch total schön finde und auch sehr durchdacht finde, dass wir hier vorne zwei Schrauben lösen können und die Hackenablage noch hier hinschieben können. Plus, und davon gehe ich ganz stark aus, dass wir die Hackenablage sogar noch vergrößern könnten, weil hier noch extra Schrauben drin sind. Extra Löcher für. Das heißt, daran könnte man auch noch was machen. Also sage ich ganz ehrlich, holt mich ab. Das Werkzeug wird auch mitgeliefert. Das ist im Karton enthalten. Wir haben hier auch die, wir haben die Schrauben mit dabei, das Kabel ist mit dabei und die Werkzeuge sind mit dabei. Was halt super schön ist, hier ist auch wieder wie bei anderen Herstellern, ist hier ein, wie sagt man denn, auf Englisch ist es Bearing. Wie heißt das denn? Kugellager. Hier ist ein Kugellager drin, was sich bewegt, dass hier nichts passieren kann. Was ich total toll finde. Von der Schmierung her, hier ist ein bisschen Schmiere dran, aber nicht viel. Also es ist jetzt nicht so, als wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwo in was Ekliges reingreifst. Das finde ich auch sehr gut. Du kannst die Pedale hier unten, das musste ich gerade mal gucken, was das ist. Ja, du kannst den ganzen Kopf hier oben noch verschieben. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Wir müssen nicht über Kugelgelenk ist es genau. Wir müssen nicht übertreiben, aber so wirklich vom Ersteindruck her sehr, sehr schön. Das hier ist auch eingraviert. Also das ist ein bisschen tiefer im Metall drin. Fußablage ist mit dabei. Sehr geil. Sehr geil.
Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und es sieht sehr interessant aus. Findet ihr auch, dass das sehr interessant aussieht? Das sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Also optisch sieht das schon nach was aus. Sehr geile Pedale. Freue ich mich, die anzubauen. Ich muss nächste Woche sowieso meinen Rig umbauen und dann werden wir damit mal ein paar Tage fahren. Weil ich glaube, sage ich ganz ehrlich, das könnte fast so ein Ding sein, wo ich sage, die kriege ich nicht durchgedrückt bis Ultimo. Also die Bremse holt mich schon ab. Das könnte meine werden. Das ist so mein Style. Hier ist wirklich alles mit dabei. Die Platte ist vernünftig, die ist schön. Die Bohrungen sind sehr schön. Also es ist jetzt nicht so, dass die übelste Kanten drinne sind und dass das irgendwie scharf ist oder so. Die Platten sind super geil. Hier fühlt sich alles so auf dem ersten Eindruck fühlt sich alles sehr wertig an. Freue ich mich sehr drauf, die zu fahren. Sag ich, wie es ist. Freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt. Auch hier an der Stelle kleiner Hinweis für euch. In der Videobeschreibung unten könnt ihr den Link zum Shop finden. Ich verdiene daran kein Geld. Also ich bekomme dafür nichts. Und du kannst gerne noch 5% sparen. Das kannst du dir dann auch unten kannst du dir den Code ziehen, falls du Interesse hast an diesen Pedalen. Es wird jetzt so, naja, ich sag mal, es werden ein paar Wochen ins Land gehen, bis ich die gereviewt habe. Und dann kriegst du meine Ersteindrücke dafür. Und nochmals möchte ich am Ende wiederholen, das sind nicht meine, die sind nur leihweise hier und gehen auch wieder zurück. Und alles das, was du hier aus meiner Gusche hörst, darf SRP vorher nicht sehen und auch nicht hören. Also das, was du jetzt gerade gesehen hast, ist direkt aus meinem Kopf ohne Vorlage. Bis zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, einen Kommentar schreibst und Chat sagt jetzt Tschüss. Chat, ihr müsst Tschüss sagen. Sagt Tschüss. Wie sieht denn das aus, Mann? Das sieht immer aus, als wenn keiner diesen Stream guckt. Können wir einfach so tun, als wenn irgendeiner den Stream guckt? So ein bisschen zumindestens?